Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich musste leider zwangsweise auf eine andere Kamera umsteigen und ich habe momentan noch ein paar kleine Problemchen damit, das sage ich schon im Voraus. Unter anderem weiß ich nicht, wie der Ton hier sein wird, denn mein Mikrofon, mit dem ich immer arbeite, passt leider nicht an die Kamera und ich habe das Ganze jetzt über einen Adapter laufen. Der Ton hat mir da im ersten Moment nicht so gut gefallen. Ich muss aber schauen, ob ich da vielleicht noch irgendwas in der Nachbearbeitung verbessern kann. Solange das aber noch unklar ist, wollte ich jetzt auf jeden Fall erstmal mit einem kleineren Set weitermachen und dann, wenn das Ganze geklärt ist und eventuell nochmal eine andere Lösung gefunden wurde, mit den größeren Sets wieder starten. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass dann ein langes Video von einem großen Set vielleicht von euch nicht geguckt werden kann, weil ihr einfach den schlechten Ton nicht aushaltet. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern ich das Ganze hier noch hinbiegen kann. Aber so ist das immer. Die besten Sachen fangen eben nicht so gut an und man arbeitet sich dann zu etwas Guten hin. Das kleine Set, das wir uns heute anschauen, ist 2020 erschienen und von Lego aus der Brick Sketches Reihe der Star Wars First Order Stormtrooper. Davon gibt es auch noch so einen kleinen Droiden und die Sets hatten eine UVP von 20 Euro. Diese Sets sind auch schon EOL gegangen und es ist von der Beliebtheit immer ein recht schlechtes Zeichen, wenn EOL-Sets nicht teuer werden, wenn sie EOL gehen. Und bei so ziemlich jedem Anbieter bekommt man diese Sets immer noch für 20 Euro zu kaufen, also zu der damaligen UVP. Und ich habe sogar auf einer Sonderpostenseite das Doppelpack aus den zwei Star Wars Brick Sketches gesehen. Und dort bekommt man das Ganze für 15 Euro neu. Und wie gesagt, das ist für ein EOL-Set nicht gerade ein gutes Zeichen. Trotzdem gehen wir hier unvoreingenommen an dieses Set ran. Das Verpackungsdesign ist natürlich wieder sehr schlicht, aber ich muss sagen, mir gefällt das Ganze eigentlich ziemlich gut. Auch wenn es hier leider nicht allzu viel zu sehen gibt, außer auf der Rückseite die, wenn wir es so nennen wollen, Funktion von diesen Brick-Sketches, dass man da eben ein kleines Bild baut, sich das an die Wand hängen kann oder auch aufstellen kann. Und wir sehen hier auch nochmal die Disney-Lizenz. Aber wie immer kommt das Spannendste natürlich in der Packung und dementsprechend machen wir das Ganze jetzt auf und schauen uns zusammen die Anleitung und die Steinetüten an. Immerhin war die Verpackung gut gefüllt und wir sehen hier schon die Steinetüten. Über die Steinequalität reden wir natürlich wie immer während des Baus, beziehungsweise bei dem Set wahrscheinlich, wenn es gebaut ist, denn ich glaube, wir werden hier keinen Zwischenbauschritt benötigen. Und mit dabei haben wir auch die Anleitung. Diese ist klammergebunden. Dann haben wir hier noch ein paar extra Infos und ein Foto vom Lego-Designer. Da nochmal für die kompletten Anfänger, wie man überhaupt mit Lego baut. Auch wenn ich niemals nach Farben sortieren würde, aber ist nur meine Meinung. Wie wir das von Lego kennen, wird nichts ausgegraut, sondern alles, was wir gebaut haben, auch weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 46 Bauschritte auf 48 Seiten verteilt. Auf der 49. Seite haben wir nochmal die Funktion gezeigt, dass wir es aufstellen können. Und auf der letzten Seite haben wir noch einmal die Teileliste. Wenn euch das Ganze näher interessiert, könnt ihr das Video wie immer gerne anhalten. Also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf dieses Set. Dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Stormtrooper wieder. Und damit ist die LEGO Star Wars 40391, der First Order Stormtrooper aus der Brick Sketches Reihe, auch schon fertig. Und vorneweg, ich kann mir schon vorstellen, warum viele Leute mit diesem Set vielleicht nichts anfangen konnten oder es nicht mögen. Der erste offensichtliche Punkt ist wahrscheinlich, dass wir in diesem Set keine Minifiguren haben und zumindest für mich gefühlt die LEGO Star Wars Reihe eigentlich nur noch durch Minifiguren lebt. Denn mit den anderen Sachen kann man oftmals, ich sage oftmals nicht immer, leider nicht mehr allzu viel anfangen. Und der zweite Punkt ist natürlich, die Zielgruppe von so einem Brick Sketch ist meiner Meinung nach und vor allen Dingen auch von den neueren Filmen eher eine jüngere Zielgruppe. Und für eine jüngere Zielgruppe sucht man bei diesem Set leider Spielfunktionen vergeblich. Auch hat man innerhalb von dem Bau immer mal Farben dabei, die man nicht unbedingt in einem schwarz-weißen Stormtrooper auf einem roten Hintergrund erwarten würde. Und trotzdem kann ich sagen, ich bin ein Fan von diesem Set. Nicht für 20 Euro. Die UVP von Lego ist hier meiner Meinung nach viel zu hoch gegriffen. Wenn wir aber vielleicht über 10 Euro reden, dann finde ich das Set richtig cool. Denn ich hatte aus mehreren Gründen mit diesem Set
doch meinen Spaß. Einmal hat mir dieser Aufbau, diese Konstruktion an sich schon mal Spaß gemacht. Die ist nicht langweilig geworden und ich fand es schön, dass man bei jeder Ebene einen Stormtrooper schon erkannt hat. Also mir ging es zu keinem Zeitpunkt so, dass ich während des Baus gedacht hätte, hä, was wollen die jetzt damit? Und dann hat man aber die Ebenen immer weiter verfeinert und am Ende ist dieser Stormtrooper rausgekommen. Und natürlich ist so ein kleines Set jetzt nicht das genaueste vom Aussehen und kein 1:1 Abbild von einem Stormtrooper aus den Filmen, aber es heißt ja schon Brick Sketches. Das geht in Richtung Cartoon, in Richtung Zeichnung und dafür finde ich die Optik sehr gelungen. Auch die Steinequalität fand ich hier besser als bei heutigen Lego-Sets. Wir haben Lego-typisch tolle glänzende Fliesen. Von dem Baugefühl waren die wirklich perfekt und auch die Klemmkraft finde ich gut. Auch die Angusspunkte sind bei diesen Farben hier nicht sofort zu erkennen. Der einzige Kritikpunkt sind ein paar kleine Farbabweichungen im Rotton, aber auch das hält sich in Grenzen. Also die Konstruktion und die Steinequalität haben mir schon mal gefallen. Und genauso ging es mir mit der Anleitung. Die war natürlich wieder super einfach, aber auch hier, es ist natürlich eher für eine jüngere Zielgruppe gedacht. Meiner Meinung nach könnte es trotzdem etwas anspruchsvoller sein. Aber das ist bei Lego ja sowieso schon ein Thema. Es gab keine Fehler in der Anleitung, aber ich finde, wir haben hier eine schöne Bauabfolge drin. Denn erst bauen wir natürlich die Grundblades und bauen auch schon mal einen Teil vom Stormtrooper-Bild. Dann drehen wir das Ganze um und bauen die Umrandung mit der Funktion, dass man es aufstellen kann und auch die Aufhängung, falls man es an die Wand stellen möchte. Das hat gut dafür gesorgt, dass eben der Bau vorn dann nicht langweilig geworden ist. Und danach haben wir das Stormtrooper-Gesicht noch komplett zu Ende gebaut. Also ich fand, das war eine schöne Abfolge. Der Bau war sehr kurzweilig, natürlich sehr schnell vorbei, aber ich hatte durchgehend Freude daran. Und wenn man das Ganze hinstellt, finde ich, sieht das auch richtig gut aus. Auch die Teilequalität der Verstellung ist sehr gut. Und wir können das in 3 Stufen einstellen, in denen es sinnvoll ist. Ab Stufe 4 wird es dann natürlich nicht mehr allzu sinnvoll, denn das ist rechtwinklig. Aber je nachdem, in welchem Winkel man das Ganze sehen möchte, kann man das schön einstellen und damit auch aufstellen. Und das Ganze steht sicher, man muss sich da keine Gedanken machen, dass das irgendwie umfallen könnte. Eine ganz einfache Funktion, aber wenn man so ein reines Deko-Set, was eben ein Bild nachempfunden sein soll, auf den Markt bringt, dann ist das eine schöne Idee. Denn an die Wand hängen würde ich mir das jetzt nicht, aber irgendwo aufstellen im Regal bei den anderen Lego Star Wars Sets, da kann ich mir das gut vorstellen. Und gerade in einem Kinder- und Jugendzimmer kann ich mir das Ganze auch sehr gut als Deko vorstellen. Und ich muss sagen, ich hätte mir das, als ich noch kleiner war, auf jeden Fall hingestellt. Also zusammengefasst sind wir bei diesem Set weit entfernt von perfekt. Es gibt ein paar Sachen, die ich angesprochen habe, die Lego-Fans und vor allen Dingen Lego-Star-Wars-Fans stören können. Aber ich finde, dieses Set hat eine Zielgruppe und wenn man zu dieser Zielgruppe gehört und das Ganze aussehensmäßig dekorativ findet, dann ist das wirklich schön umgesetzt. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, sich auf so ein Set einzulassen, auch wenn man das Konzept von Anfang an vielleicht etwas fragwürdig findet. Dass das Ganze jetzt vielleicht kein riesiger Absatzhit wird, war wahrscheinlich für die meisten Lego-Fans leider vorauszusehen. Das heißt aber meiner Meinung nach nicht, dass es per se ein schlechtes Set war und dementsprechend gibt es von mir auch eine Kaufempfehlung für dieses Set, wenn man zu dieser speziellen Zielgruppe gehört. Und dann ist natürlich dieser Sonderpostenmarkt, bei dem man gleich beide Sets für 15 Euro plus 5 Euro Versand bestellen kann, eine sehr schöne Sache. Für 20 Euro ein Set davon würde ich nicht bestellen, denn damals war mir die UVP zu hoch und das hat sich heute nicht geändert, denn das Set ist logischerweise für diese bestimmte Zielgruppe nicht wertvoller geworden, nur weil es End of Life ist. Ich hoffe, ihr hattet auch an diesem kleinen Set hier ein wenig Freude beim Zuschauen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr kameraqualitätsmäßig jetzt eine Veränderung gesehen habt. Denn meiner Meinung nach sieht das Ganze schon ein wenig besser aus. Und wie gesagt, je nachdem, wie der Ton jetzt in diesem Video hier war, verzeiht mir entweder, wenn er nicht allzu gut war, ich arbeite dran, dass das Ganze besser wird, und wenn er doch gut war, dann ist das natürlich umso besser. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.